Hallo und herzlich willkommen diese Woche zu Ist gut jetzt. Heute gibt es einen amerikanischen Klassiker, den Bagel, und zwar original. Wie es gemacht wird, zeige ich euch jetzt. Und mitgebracht diese Woche für den Original American Bagel habe ich hier ein Weizenmehl, einen Weizensauerteig, richtig lang gereift, bisschen Salz, bisschen Zucker, Honig kommt rein, Milch, dass er richtig soft ist, und ein bisschen fürs Topping, ein bisschen Streusamen, habe ich hier Sesam und Mohn. Und für unseren Belag habe ich hier einen ganzen Wald dabei, den packen wir dann einfach nachher dazwischen. Dann haben wir es alles beieinander, backen wir's. Das scheinen vermeintlich normale Zutaten zu sein, aber so ein Bagel ist definitiv was anderes als einfach ein rundes Brötchen mit Loch drin. Und das werden wir heute sehen, nämlich die Mischung aus den Zutaten und die Verarbeitung, die auch ein bisschen speziell ist, macht es zu dem, was es ist. Ein bisschen ein Snack, ein Brötchen für einen Snack, wird ja immer aufgeschnitten und gefüllt, aber es hat eine ganz besondere Haptik. Ein bisschen auf der Zunge, ein bisschen zäh vielleicht, nicht so knusprig, wie wir es von unseren Brötchen kennen. Ich zeige euch, wie wir es machen. Wir legen nämlich gleich los mit unserem Vorteig. Den brauchen wir einen Tag vorher. Das ist nämlich ein Weizensauerteig. Der hat eine ganz milde Säure. Nicht zu vergleichen mit unserem Roggensauerteig von dem deutschen Brot, sondern das ist ein Weizensauerteig. Und der riecht so richtig frisch, fruchtig und nicht so sauer wie Essig. Den machen wir zuerst und lassen ihn einen Tag ruhen, 16 Stunden schön warm. Und das Rezept für diesen Sauerteig, das sehen Sie hier, und es ist ganz einfach, deswegen brauchen wir das jetzt gar nicht zu machen. Einfach Wasser, Mehl zusammen und den kleinen Anstellgut, den kleinen Sauerteig vom Vortag auch mit rein, abdecken. Fertig. So sieht er aus, wenn er fertig ist. Und jetzt geht es ganz einfach. Wie bei einem normalen Teig brauchen wir unseren Kessel und alles nacheinander rein. Unseren Sauerteig, der neben dem Aroma auch noch die Frischhaltung gewährleistet und uns mit reinbringt, weil einfach hier das Mehl durch die lange Zeit so richtig aufgeschlossen ist und viel, viel Feuchtigkeit und Aroma tanken konnte. So, den haben wir drin. Dann haben wir Honig. Der ist auch für das Mundgefühl und für Aroma natürlich zuständig. Salz muss rein. Dann haben wir hier ganz wichtig Zucker. Das färbt uns einmal und es macht so dieses Charakteristische. Es ist ein bisschen süß, es ist ein bisschen anders als unser Brötchen eben. So, was brauchen wir noch? Milch, einen ordentlichen Schwups und unser Mehl rein in den Kneter, langsam ankneten, dass nicht so davonfliegt alles, und dann 4 Minuten langsam, 4 Minuten schnell, dann schauen wir rein, ob er so richtig durchgeknetet ist, ansonsten kriegt er noch 1 Minute hinterher und dann haben wir es soweit, dass wir eine aufarbeiten und verarbeiten können. So. Und ab die Post. Im Gegensatz zu sonst, wo wir versuchen, richtig weiche Teige zu machen, muss er heute ein bisschen fester sein. Das gehört mit zum Mundgefühl und zu dem Porenbild. Wir wollen so richtig kleine, feine Poren haben und das schaffen wir, wenn wir es ein bisschen fester halten. Ja, man sieht schon, löst sich ab, 1 Minute kriegt er noch. Kommt mal mit her. So, so muss er aussehen, ganz genau so. Ne? Bisschen fester, sonst läuft er uns ja von der Hand. Das ist so ein richtiger Bagelteig. Bisschen Mehl trotzdem drunter. So, wir falten ihn kurz zusammen, am besten ein bisschen rund, dass er schon mal ein kleines bisschen Form bekommt und ein bisschen Spannung. Und dann klären wir die Frage, wie kommt das Loch in unserem Bagel? So, der Teig hatte jetzt 15 Minuten Ruhezeit, natürlich abgedeckt mit einem Plastik, das heben wir uns auf, das brauchen wir gleich wieder. Jetzt portionieren wir es in kleine Teile, so um die 80 Gramm, das sollte einen großen Bagel geben. Wir haben ja ordentlich Hunger, wir Franken. Ne? So, 80 Gramm.
Und den machen wir dann gleich wieder rund. Und dann kommen wir schon unserer Kringelform ein bisschen näher. So, noch ein kleiner Tipp von mir. Ihr habt es gemerkt, in dem Rezept ist gar keine Hefe. Das liegt an unserem Weizensauerteig. Der ist nämlich sehr triebstark, meiner. Tipp vom Bäcker, wer keinen so einen triebstarken Weizensauerteig daheim hat oder gar keinen Weizensauerteig, der kann natürlich auch Hefe reintun. Das sorgt dann für die Lockerheit und da haben wir hier das Rezept für euch eingeblendet. Geht auch beides, dann ist man auf der sicheren Seite, Aroma und Triebkraft. Und jetzt rund machen. So. Wunderbar. 6 Stück bringen wir auf so ein Haushaltsblech, gleich wieder abdecken und nochmal 10 Minuten, Viertelstunde ruhen lassen. Und jetzt lüften wir das Geheimnis, wie das Loch in den Bagel kommt. Da gibt es nämlich 2 Methoden. Einmal die Hausfrauenart und die werden wir definitiv nicht machen, weil wir ja Profis sind. Aber ich zeige sie mal. Die ist nämlich gar nicht so schwer. Das ist nämlich einmal, man bohrt da einfach ein Loch rein in den Teig. So, schaut mal mit her. So, bisschen Mehl ran und dann zieht man das einfach ein bisschen größer. Bis das Loch in der Mitte größer wird, dann kann man hier so diesen Kreiselkringel machen. Das ist aber die Hausfrauenart. So macht es auch kein Amerikaner und original New Yorker Bagel-Style geht so. Hierfür nehmen wir unser Teigstück und falten das zusammen. Einmal drüber klappen, nochmal und immer ein bisschen zurückziehen, dass wir so ein Würstchen bekommen. Und das rollen wir dann ein Stückchen lang. Nicht auf Endlänge, sondern mal Vorlängen. Ne? Unser Teig, der ist ja auf Spannung und gestrafft, von uns gestresst. Deswegen erstmal Vorlängen und dann später auf Endlänge. Also nochmal, herschauen, einmal drüber klappen, nochmal und ranziehen und dann rollen. Und dann gibt es eine richtige Wurst und das ist was anderes. Die hat jetzt nämlich Spannung. Wenn man drauf drückt, da merkt man so richtig, da kommt was zurück. Das ist so richtig auf Spannung und das wollen wir später beim Bagel. Wir wollen nicht so ein schlaffes Ding, sondern wir wollen so eine schöne, runde Wurst. Das merkt man dann auch am Biss und charakteristisch schaut es auch ein bisschen anders aus. So, richtig rausrollen mit den Spitzen und dann. Und so ein richtig New Yorker Bagel-Fabrikant macht es dann einfach so. Der nimmt den, zack, einmal um die Hand und dann zusammenrollen. Fertig. Aber die machen es mit 2 Händen. So wie wir unsere Brezen machen, machen die diese Bagels. Also wirklich Handwerk. Schaut mal her, so muss es aussehen. Und da sieht man auch charakteristisch, dass so ein Bagel auch ein Ende hat, wo wir die Stücke zusammengesetzt haben. Und wenn man das sieht, dann weiß man, das ist ein richtiger handwerklicher Bagel. Achtung, aufgepasst, zack. Ihr habt es gesehen, ich habe die Bagels jetzt auf so ein Tuch abgesetzt. Die bekommen jetzt nämlich noch ein bisschen Reifezeit. Ein bisschen ist gut, 2 bis 6 Stunden, je nachdem, wie schnell eure Hefe, euer Sauerteig arbeitet. Und wenn ihr noch länger wollt, geht es auch, bringt mehr Aroma. Dann ab in den Kühlschrank und gut abdecken. Wenn sie halb so groß sind, wie wir wollen, dann geht es weiter und zwar auf den Herd. Und jetzt kommen wir zum wahrscheinlich größten Unterschied zwischen einem normalen Brötchen mit Loch und einem echten Bagel. Denn jetzt brauchen wir einen Topf mit kochendem Wasser, kleines bisschen Natron, das kommt nämlich damit rein, und unsere reifen Bagel-Teige hier. Die werden da nämlich reingelegt von beiden Seiten.
40 Sekunden circa gekocht, angekocht. Und das macht dann diese ledrige Oberfläche, also dieses ganz Spezielle, was so einen richtigen Bagel ausmacht. Das macht seinen Mund ein bisschen ledrig, innen drin ein bisschen saftig. Das Natron macht dann seinen eigenen Teil dazu, dass es ein bisschen, fast ein bisschen laugenmäßig schmeckt. Und alles zusammen ist dann der echte American Bagel. Legen wir los, es kocht, kleines bisschen Natron rein. So. Achtung, jetzt ganz vorsichtig mit unseren reifen Teiglingen umgehen, denn da ist jetzt ganz zärtlich hier, ganz zärtlich, da ist jetzt ganz viel Luft innen drin, die die Hefe oder der Sauerteig gebildet haben. Und wenn wir jetzt zu grob wären, würden wir die wieder rausdrücken. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja einen schönen, saftigen und lockeren Bagel haben. So, 40 Sekunden auf der einen Seite, 40 Sekunden auf der anderen. So, jetzt bitte nicht verbrennen beim Wenden, vorsichtig wenden. So. Jawohl. Jetzt muss der Ofen schon heiß sein. Also, die kommen jetzt direkt auf unser Blech und dann direkt in den Ofen. Der Ofen braucht 250 Grad Ober- und Unterhitze und wir brauchen ein kleines bisschen Dampf im Ofen. Das heißt, schon ein Blech mit heiß machen, auf dem wir dann einen Schuss Wasser drauf tun können. So, jetzt gar nicht mehr lange rummachen. 10 Minuten ab in den Ofen. Und jetzt ist er hier auf den Tisch, der originale Bagel. Ihr habt es gesehen, das Rezept hat es in sich und die Arbeit ist auch nicht so wenig. Aber es rentiert sich, denn es ist einfach ein leckeres Original. Bleibt mir nur noch zu sagen, ist gut jetzt, bis zum nächsten Mal. Gut jetzt.